fangen wir mal an. Ich binde nur meine Haare kurz weg. Oder beziehungsweise aus dem Gesicht schaut es mich auch schon, wenn ich die Haare mal nicht so zurück habe. Echt extrem. Sie sind noch frisch gewaschen, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir fangen mal an, weil sonst wird das Video entlang. Und das habe ich eigentlich nicht vor. Ich weiß, es kamen fast keine Videos. Das war, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so Bock drauf. Wirklich nicht so Bock drauf. Meine Haare nerven mich. Ja, das ist leider nun mal so. Glaube ich, manchmal hat man einfach keine Lust drauf, Videos zu drehen. Und manchmal schon. Es sind ja relativ lang keine Videos mehr kommen. Es tut mir eh leid. Aber jetzt in der Woche werden ein paar mehr kommen. Wie schaut das aus? Was wollte ich noch sagen? Da gibt es verschiedene Gründe, warum ich eigentlich keinen Bock habe, Videos zu drehen. Erstens mal überhaupt keine Zeit dafür. Ich habe jetzt auch am Wochenende frei gehabt. Also wenn ihr das seht, bin ich gerade wieder fix am Arbeiten. Es ist in letzter Zeit wirklich, wirklich, wirklich mühsam. Wirklich mühsam. Man denkt sich's vielleicht nicht. Aber man merkt schon langsam, dass die Weihnachtszeit kommt. Man merkt es wirklich. Und es nervt mich. Ich habe keinen Bock auf Weihnachten. Wirklich keinen Bock auf Weihnachten. Ist das bei euch auch so? Ich finde, es geht viel, viel, viel zu schnell. Weil nach Halloween direkt so bumm, Weihnachten. Und das, auf das habe ich keine Lust. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Mögt ihr Weihnachten oder mögt ihr es nicht? Oder ist es so ein Zwischending, so wie, ja okay, Weihnachten ist ein Buben aus. Oder nicht? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ja, ich habe schon Urhunger und ich habe keine Ahnung, was ich essen soll. Das nervt mich extrem. Ich bin in letzter Zeit mein Opa gestorben, jetzt bin ich so kochfaul. Weil jedes Mal denke ich mal, ich kann ihn ja was mitbringen und dann fällt mir wieder ein, nein, kann ich nicht. Und das macht mich so ein bisschen fertig. Wirklich fertig. Ja, mal gucken, wie lange das noch dauert. Ich glaube, das wird ewig dauern, bis es mal aufhört. Und das Problem ist, dass er bald Geburtstag hätte. Ja. Was auch nicht gerade lustig ist. Das lässt sich nicht mal abdecken. Ich hasse dieses Ding. Ich hasse es. Was ich pickel in letzter Zeit. Überall kommen es raus. Überall. Es nervt mich so extrem. Aber ich kann nichts daran ändern. Es lässt sich auch nichts daran ändern. Gott. Na super. Ziehen wir gleich alles raus da. Das ist auch nicht so toll, wie ich mir das gedacht habe, ehrlich gesagt. Das ist das von Love, dieses Orange und das Grüne. Irgendwie mag ich das nicht so gern, aber mich nervt einfach alles zur Zeit. Ich glaube, das hat jeder, oder? So Phasen, wo man alles anzipft. Und bei mir ist halt extrem viel, was mich anzipft. Wirklich viel. Menschen, damalige Freunde, zipfen mich alle an. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Man muss in letzter Zeit immer das, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, das MAC und das Lancôme mischen, weil ich keine passende Foundation zurzeit habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kombi auch voll kacke ist. Es ist auch fast leer, wie ihr seht. Also, ja, jetzt habe ich es fast fallen lassen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, mag ich die Kombination nicht. Ich würde mir das vom MAC auch ehrlich gesagt gar nicht nachkaufen, weil das finde ich nicht gut. Und dass ich das mal sage, ist, glaube ich, ein Wunder. Aber das von MAC... finde ich leider nicht so prickelnd. Ja. Muss auch unbedingt heute aufräumen. Ich habe nämlich vorher gerade auch eine Wäsche reingeschmissen. Weil ich komplett vergessen habe, dass ich morgen wieder arbeiten muss. Also vergessen klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert. Vergessen natürlich nicht, aber ich habe komplett verschmitzt, meine schwarze Wäsche zu waschen. Und die muss ich dann noch dringend aufhängen. Da muss ich noch mehr Wäsche waschen, weil ich komme sicher die Woche nicht dazu. Seht ihr das, wie viele Pickel ich habe? Ich glaube, man sieht das gar nicht in der Kamera, aber es ist wirklich extrem. Wirklich extrem. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Ach, diese Pinselsucherei geht mir immer so am Sack. Nur so zur Info. Jo. In letzter Zeit war ich auch extrem oft shoppen. Ich glaube, das habt ihr eh gesehen. Leider. Da war ich wirklich böse und war sehr, sehr oft shoppen, was ich gar nicht hätte dürfen. Ich glaube, das sagt man eh immer wieder. Jo, ich habe mir zu viel Gewand gekauft, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe halt kein Gewand, in das ich reinpasse, ohne dass ich mich fett fühle. Oder was mir halt so passt, dass ich zufrieden damit bin.
Das ist das Problem, Kinder. Jo, aber im Dezember werde ich mich eh vielleicht zusammenreißen, beziehungsweise ich hoffe, dass ich mich im Dezember zusammenreiße. Ich hoffe es sehr. Ich bin auch total verkühlt. Es sieht man auch keinen Schnee mehr, es hat vorher die ganze Zeit geschneit. Nicht wundern, ich sehe jetzt aus wie ein Geist, aber das ist immer so am Anfang, wenn ich mein Make-up verblende. Jetzt nehme ich von Love, weil ich habe das andere, bei dem anderen irgendwie das Gefühl, bei dem Maybelline, dass das so in die Fältchen noch mehr reinkriegt, mein Concealer, deswegen werde ich das nicht mehr verwenden. Deswegen probiere ich wieder das von Love aus. Ich depp da nämlich so rein mit einem Beauty-Blender. Und ich muss noch so viel machen. Wir haben heute am Abend eine Schulung. Ich muss unbedingt einkaufen gehen, weil mir fehlen so viele Sachen. Ist mir erst am Samstag eingefallen, nur am Samstag ging es mir nicht gut. Ich habe ja meine Tage. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, es wird immer schlimmer. Umso öfter ich meine Tage kriege, umso schlimmer fühle ich mich. Also sollte ich mal dringend zum Frauenarzt gehen. Dringend. Jo, und meine Augenbrauen nerven mich und ich komme einfach nicht zu einem Friseur. Das geht mir auch so am Arsch. Oder meine Haare gehen mir auch am Sack und ich komme zu keinem Friseur. Spookys Haare gehen mir am Sack. Er hat mich nicht mal gehört jetzt. Er hat so langes Haar jetzt zur Zeit. Und das Problem ist, dass die Hundefriseurin mich nicht abhebt. Ich muss heute unbedingt nochmal anrufen, probieren. Wenn nicht, versuche ich hier auf WhatsApp zu schreiben. Was war das? Wenn nicht, versuche ich hier auf WhatsApp zu schreiben, weil das hat letztes Mal auch nur so funktioniert. Ja. Mal gucken. Aber es ist halt wirklich... Du brauchst einen Termin und dann meldet sich keiner. Am besten, wo Terminvereinbarung geht, ist bei mir beim Nägelmachen. Ich rufe dort an, kriege am nächsten Tag sofort einen Termin und aus. Aber dort klappt das irgendwie nicht. Bei keinem... Okay, Friseur habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht angerufen für mich jetzt. Weil ich noch so schwank, ob ich jetzt zu jemandem bestimmten gehen soll oder ob ich dort wieder hingehen soll, wo ich sonst immer hingehe. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich stelle mir das da runter. Das ist doch besser, oder? Und irgendwer macht im Stillen auch schon wieder den Urlärm. Oh, jetzt habe ich fast den falschen genommen. Ich will mich ja grün schminken. Deswegen brauche ich die Lidschattenbase. Oder beziehungsweise den... Irgendwer bohrt da. Alter. Das ist ja überhaupt nicht cool, wenn da jemand jetzt anfängt zu bohren, während ich da ein Video drehe. Hallo? Jetzt habe ich mich vermalt. Ich bin in letzter Zeit wirklich scheiße im Schminken. Keine Ahnung warum, aber irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich bin schasorgert. Auf gut Deutsch blind wie ein Maulwurf. Nö, man sieht es kaum. Also was ich da zusammenschmiere in letzter Zeit, ist wirklich nicht mehr normal. Aber ja... Ich habe auch geschaut vor kurzem beim NYX, ob es da eine andere, nicht Base, sondern, ich muss mal kurz Lippenöl drauf machen. Die haben ja auch so Eyeliner, glaube ich. Aber ich habe mir jetzt noch nichts gekauft, ich werde das für nächsten Monat aufheben. Weil ich habe eh so viel Zeug noch bis zur Zeit, also brauche ich dabei gar nichts kaufen. So, jetzt gehe ich wieder meinen grünen Lidschatten. Der Essenz ist fast leer, wie ihr sehen könnt. Auch der da ist fast leer. Also fast. Es dauert natürlich noch eine Weile, aber es wird schon leerer, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt tragen wir mal den grünen auf. Aber der Pinsel ist kacke. Das ist irgend so ein Alter von Catrice. Ich habe nämlich meine ganzen Pinsel noch nicht gewaschen, weil ich noch nicht dazukommen bin. Deswegen heute wird ein ganz schön heftiger Tag. Pinsel waschen, meine Winterschuhe für meine Arbeit raussuchen, was noch einkaufen, jo, dann was futtern. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt viel essen soll oder wenig, weil ich nicht weiß, ob es auf der Schulung was zu essen gibt. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich essen soll. Aber das ist seit Wochen so, dass ich nicht weiß, was ich essen soll. Das ist nichts Neues mehr. Das ist wirklich nichts Neues. Deswegen habe ich mir in letzter Zeit so auf Burger King reingekaut. Ich weiß, so ungesund, aber vielleicht leidet deswegen meine Haut so. Das ist so negativ, wenn man so wenig Pinsel hat, die man sauber hat. Das ist wirklich echt abnormal. Aber da bin ich selber schuld, wenn ich so blöd bin, meine Pinsel zu waschen. Da bin ich wirklich selber schuld. Jetzt gehe ich in einen Farbton, den ich zurzeit urlieb.
Jetzt kommt mein Lieblingslidschatten zur Zeit. Also was heißt zur Zeit? Den kennen sie, glaube ich, eher aus, wenn ich das ist der Legendary Black von Mac. Und? Den mag ich so, so gerne. Ich glaube, das ist eh nichts Neues. Man kann den echt gut verblenden. Obwohl ich wieder das Gefühl habe, dass mein Augen-Make-up wieder urhässlich wird. Ja, spooky, sage ich auch. Aber mir gehen die Videoideen aus, wie ihr seht. Deswegen sitze ich jetzt da und quatsche, verhungere halbert und überlege, was ich essen soll. Aber ich weiß es noch immer nicht. Also ich möchte unbedingt diese Jeffree Star Alien Palette haben. Ich habe schon die ganze Zeit diesen Marionot angeschrieben in Österreich, aber die sagen mir nicht, wann es rauskommt. Sie sagen nur, sie kommt zu uns, aber sie sagen mir nicht, wann sie rauskommt. Jetzt gerade, weil ich mich grün schminke, ist mir wieder aufgefallen, dass ich ja unbedingt diese Lidschattenpalette haben will. Obwohl ich ja nichts brauche, aber ich will die unbedingt haben. Ich habe auch ein Lippenpeeling, auch, das habt ihr ja vor kurzem in einem Haul gesehen. Lippenpeeling habe ich mir ja auch schon von ihm gekauft, also ich habe es aber, muss ich zugeben, noch nicht verwendet. Ich werde es aber bald verwenden, weil für was habe ich es denn? Das Problem ist halt nur, dass ich das Mac noch offen habe und dass ich das halt nicht mag, wenn 100 Sachen angefangen sind. Aber das kennt sie, glaube ich, eh schon von mir. Da ist noch ein neuer Pinsel. Habe ich mir extra gekauft, weil ich so wenig habe irgendwie. Den nehme ich zum Verblenden. Weil den ich jetzt habe zum Verblenden, auch eine Essenz. Der ist schon so grauslich. Ich könnte mal gewaschen. So. Ja, sieht noch nach nichts aus, finde ich jetzt, aber es schneit schon wieder. Und ich habe jetzt schon Eyeliner gemacht, Kajal unten und auf die Wasserlinie. Und bin jetzt gerade schon beim Bronzer. Ja. Mehr habe ich eigentlich eh noch nicht gemacht. Ich habe mir nur eine super schnell gemacht, damit ich dann, wenn ich damit fertig bin mit dem Video, gleich eine Suppe futtern kann, damit ich dann die anderen Videos nämlich gleich drehen kann. Ja. Weil ich muss heute unbedingt ein paar Sachen schaffen. Unbedingt. Also mal gucken, ob ich es schaffe, aber es sollten schon ein paar Dinge erledigt werden, bevor ich wieder die ganze Woche arbeiten gehen muss. Also, weil wenn ich arbeiten bin, habe ich erst recht keinen Bock drauf, auf die ganzen Sachen, die ich machen sollte. Jo. Mal gucken. Der Pickel ist wirklich fies. Ich kann den nicht einmal abdecken. Der lässt sich gar nicht abdecken. So ein Arsch. Ja. Was will man machen? Man kann es eh nicht ändern. So. Mir picken die Haare überall. So. Ich werde jetzt meine Lieblings-Blush-Kombi verwenden. Mittlerweile den Lieblings-Liquid-Highlighter oder beziehungsweise er ist doch Liquid-Highlighter von Essence. Zeige ich euch gleich. Oh Gott. Ich vergesse nämlich immer, dass ich da zu viel immer wisch. Überhaupt nicht. Weil bei dem Catrice, das ich so verwende, wenn ich arbeiten gehe, da wische ich nie viel. Das ist so nervig. Also nervig. Das ist halt lästig, weil man so viel aufträgt, aber man sieht irgendwie gar nichts. Und bei dem trage ich immer zu viel auf. Da sieht man schon den Unterschied zwischen Drogerie und Heinz. Deswegen mag ich nur noch eine Sache an. Wie seht ihr das? Würdet ihr nur noch Catrice und so kaufen? Obwohl, der ist auch gut. Der Highlighter. Da fehlt auch schon ein bisschen was, sehe ich gerade. Aber nicht alles von der Drogerie ist gut. Weil das Creme Blush finde ich zum Beispiel nicht gut. Ich kann euch das kurz zeigen. Das ist aus dieser Catrice LA gewesen. Dieses Bouncy Blush. Es ist schon urweit aufgebraucht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da tut sich nichts mehr. Ich wollte auch gerade fragen, ob ihr... Ich habe nämlich über... Kurz wie die Kamera aus war, habe ich überlegt, über was ihr noch reden könnt. Habt ihr den Venom gesehen, den Film? Ich jammer nämlich seit Monaten, dass ich den unbedingt sehen will, aber mit mir geht niemand. Deswegen habe ich überlegt, ob ich ihn mir alleine anschauen soll. Warum auch nicht? Sagt doch niemand was, dass das allein nicht geht, oder? Pff, jetzt habe ich zu viel oben. Alter Schwede. Jo.
Deswegen habe ich überlegt, ob ich vielleicht ihn mir allein noch anschaue, weil ich weiß nicht, ob der noch bis diese Woche läuft. Weil es spielt ja jetzt auch dieser fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Aber der heißt jetzt anders. Grindelwalds Verbrechen? Irgend sowas heißt er. Und den will ich auch sehen. Den will ich auch unbedingt sehen. Geht wahrscheinlich erst nächsten Monat, aber ich würde gern den Venom wenigstens sehen. Weil der ja sicher nicht mehr lange im Kino laufen wird. Habt ihr schon einen von den beiden gesehen? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich würde mir auf jeden Fall den Venom noch anschauen, bevor er nicht mehr im Kino läuft. Aber ja, mal gucken. So, jetzt nehmen wir sich mal die Sachen daraus. Mein Augenbrauengel, ich habe nämlich ein neues angefangen. Von Miss Lean. Weil ich bin komplett grün bei den Augenbrauen gewesen. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Erst von einer Kollegin hat es mir gesagt. Und jetzt ist wenigstens, glaube ich, nicht mehr grün. Das war, weil das Augenbrauengel schon so grün war. Deswegen waren meine Augenbrauen dann auch grün. Ich weiß nicht, ob ich das so gar finde. Es ist nämlich noch ein bisschen was drin. Ja, man sieht es, glaube ich, eh. Ein bisschen was. Seht ihr dieses bräunlich-grünliche da? Und ich kann das nicht weiterverwenden, weil meine Augenbrauen schauen aus, als wären sie grün. Ja, aber oh mein Gott, es ist eh so gut wie aufbraucht, deswegen finde ich das jetzt nicht so schön. Hoppla. Und ich werde das jetzt anders probieren. Ich gebe das dann zuerst drauf, aber zuerst gebe ich mir noch meinen Highlighter drauf. Wenn ich meinen Highlighter-Pinsel finde, da. Schaut mal, wie weit der schon aufgebraucht ist, der MAC-Highlighter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da tut sich nichts mehr. Puh, alter Schwede. Aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Vielleicht ist das wegen dem Pinsel. Boom. Ich liebe den. Ich will ihn noch gar nicht aufbrauchen, aber ich habe eh so viele. Und ich will mir irgendwie einen von Jeffree Star kaufen. Aber ich habe so viele. Da müsste ich erstmal wieder aussortieren, dass ich mir den kaufen könnte oder dürfte oder sonst irgendwas. Oder ich probiere mal so jede Woche einen aus und der mir gar nicht gefällt, den gebe ich weg. Könnte ich auch machen. Ich habe erst ein Highlight aus Mist Video gemacht, also. Ja, ihr habt ja gemerkt, dass da nicht viel rausgeflogen ist. Also erst, das ist schon ein bisschen länger her, aber ihr habt ja, glaube ich, gemerkt, dass da wirklich nichts rausgeflogen ist. Hoppla. Jetzt fühle mich da schon wieder auf. Ich glaube, dieses Wetter nicht. Ich sehe das halt so gut, weil die Jalousien oben sind. Sonst kann ich ja nicht drehen, weil ich habe ja keine Ringlicht oder so. Jetzt muss ich aufpassen mit dem MAC-Blush, nicht, dass ich da zu viel erwische. Aber ich glaube, es ist sowieso schon zu spät. Aber irgendwie glaube ich auch, dass da nicht so wirklich was rauskommt, weil das ist nämlich ein bisschen nass geworden. Seht ihr das? Durch den Creme-Highlighter, den ich oben habe, ist das ein bisschen nass geworden. Deswegen will ich meine Pinsel waschen. Weil irgendwie, es können sowieso, die können sowieso waschen, sagen wir es so. Und ja, so, jetzt probiere ich das mal. Ich mache kurz die Kamera aus, weil das muss man ja nicht unbedingt sehen. Das ist dieses Catrice Augenbrauen-Ding, aber angeblich kann man das auch für die Wimpern auch verwenden. Lash und Brow Gel. Und das benutze ich jetzt diesmal vorher, bevor ich meine Mascara drauf gebe. Aber ich will mich da konzentrieren, deswegen mache ich kurz die Kamera aus. Ja, bis gleich. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Kundin hat nämlich mir erzählt, sie benutzt das Ding so. Sie duscht sich zuerst die Wimpern und dann gibt sie das rauf. Aber bei mir ist das jetzt schon so schwarz, obwohl ich es mir erst neu gekauft habe. Deswegen habe ich jetzt probiert, vorher das raufzugeben, aber irgendwie lassen sich da die Wimpern nicht duschen. Deswegen habe ich es jetzt auf den unteren Wimpern auch drauf gegeben. Jetzt lasse ich es ein bisschen antrocknen. Vielleicht ist das besser. Weil sie hat mir halt erklärt, von Kunden kann man ja natürlich auch was lernen, dass die Mascara dadurch bei ihr nicht bröckelt. So wie es bei mir in letzter Zeit die von MAC macht. Und ich habe schon oft überlegt, ob ich sie zurückbringen soll. Weil, alter Schwede, jetzt schneid's. Weil ich eben das Gefühl habe, dass das mir nichts bringt, wenn das bröckelt. Und die ist ja nicht gerade günstig gewesen, die Mascara. Deswegen überlege ich, ob ich sie zurückgeben soll. Aber jetzt werde ich das halt noch eine Weile testen. Mich haben auch alle so, also meine Cousine war urverwundert, wie ich gesagt habe, ich gebe sie zurück. Hat sie gleich gefragt, geht das? Und ich war sicher, wird das gehen, weil ich finde das eine Freche, dass die so teuer ist. Und dann hält die nicht das, was sie soll. Das geht gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob die Variante besser ist.
Weil oben habe ich es eben umgekehrt gemacht. Da habe ich es zuerst mit dem und dann mit der Mascara, weil da habe ich ja noch die von Yves Rocher, die da. Die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, obwohl die auch bröckelt, habe ich das Gefühl. Und bei dem habe ich es jetzt umgekehrt gemacht. Zuerst das, dann... Nein. Bei beiden habe ich es so gemacht, sorry. Nur habe ich es da gleich duscht. Ich komme durcheinander. Jo. Ich bin wirklich gespannt, wie das wirkt. Oder ob es überhaupt wirkt, weil... Für die Augenbrauen habe ich ja meinen Misslin und irgendwie habe ich... Ich habe das schon wieder zu lange antrocknen lassen. Alter Schwede. Ja, ich bin auch so unzufrieden mit meinen Augenbrauen. Ich will unbedingt... Ich wollte eigentlich, bevor die Weihnachtsfeier ist, noch unbedingt zum Friseur, aber ich schaff's nicht. Was soll's. Jo. Das wär's. Lippen male ich mir jetzt noch nicht an. Da werdet ihr dann im Video dann sehen, was für ein Lippenstift ich trage. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, was für ein ich hier oben habe. Jo. Das war's. Ich muss mir auch noch meine Haare richten, weil so kann ich... Ich hasse das, wenn das so vor dem Gesicht, also vor den Augen so hängt. Ich mag das nicht mehr. Mich nervt das. Jo, also wäre ein Pony auf jeden Fall nichts für mich. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kurz ist. Aber ich weiß gar nicht, ob es kurz ist. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, da mir zuzugucken. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr wieder Videoideen habt, schreibt es mir, weil das Hit the Pen kommt auf jeden Fall, weil das hat mir jemand drunter geschrieben. Aber falls ihr noch Ideen habt, schreibt es mir. Ich bin planlos in letzter Zeit, wirklich planlos. Und deswegen schreibt es mir. Okay, das war's jetzt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wortkotze. Zuerst esse ich meine Suppe und dann drehe ich weiter. Bis dann!